Was für eine Wasserparty. Wasserparty, Planschen, yay. So, meint er, wir sehen heute... Nee, in der Folge sehen wir immer noch nicht die Horde, nee, ne? Nee, in der noch nicht, nee. Also wir schon, ihr nicht. Mann, Fleck, kannst du nicht einfach mal kurz runter vom Server und wieder rauf auf den Server? Weil ich sehe dich immer noch nicht. Du Nein, bist, ich bleibe hier. You ich are disappointed, disappeared, Fleck. Ich bin disappeared. Ja, was ist auch für ein Mist mit dem Heu? Das war bestimmt nur. Das geht bestimmt nur noch ab einer bestimmten Höhe. Bis zu einer bestimmten Höhe, meinst du? Das, ja, das kann sein. Das kann sein. Aber ich meine, jetzt haben wir da immerhin so eine Heumatte liegen. Ist doch auch ganz nett. Ja. Ja. Kann man da runterspringen. So, das heißt, am nächsten Tag noch ein paar Spikes einsammeln. Und du hattest einen schönen Ritt. Ist doch toll. Ja, bin da zweimal runter. Uli, uli. Einer stirbt so schön wie Fleck. Das ist richtig. Warte mal, ich weiß, wie ich guck mal hier zur Tür. Ich weiß, wie das wieder geht. Pass auf, ich ziehe meine Klamotten aus. So. Ups, nicht tätig. Zieh sie wieder an und dann bin ich wieder da. Was mache ich denn? Keine Ahnung, hä? Was du machst. Jetzt. Man muss immer so beknackt umgreifen hier. Ja, du bist wieder da. Muss mich nur einmal ausziehen. Jolle, du hattest nur eine Pickaxe für mich damals gemacht, ne? Mhm. Okay. Die ist jetzt, wie gesagt, auch nicht so prickelnd. Also von daher... Jetzt mitten in der Nacht. Ja, die Pickaxe ist ja auch schon kaputt. Ja, stimmt, die hast du eingeschmolzen, ne? Jo. Storage? Drei Stück, na dann hau rein. Nein. Lass mal lieber offen. Wer weiß, wer hier alles rumlümmelt. Hat einer von euch da Bäume gepflanzt? Ja. Ja. Geh jetzt mitten in der Nacht Bäume fällen. So. Aber nicht die bei uns vorm Haus. Die sind noch nicht ausgewachsen, Fleck. Die sind noch nicht ausgewachsen, hast du gehört? Hast du gehört, die sind noch nicht ausgewachsen. Oh, oh. Ich stehe hier und kann schießen. Ja, oh, ich gehe jetzt in den Wald. Ach, da ist der erste Zombie. Ich komme wieder. Leg dich nicht mit Sandy an. Siehst du auf dem Dach? Kann das sein? Ach, wie geil. Jorle, du hast recht, die sind wirklich vom Licht angezogen, die Zombies. Ja, ich weiß. Ja. Kann das jetzt hier richtig beobachten? Ach, rennen sie auf Fleck los oder was? Nee, ich hatte hier eben die Fackel platziert, da kam der Zombie, der jetzt hinter dir her ist, auf mich zu. Und da habe ich die Fackel weggenommen, da war er, hat es dich nicht mehr interessiert. Sehr gut, ja. Oh, da ist mir einer hinterhergerannt. Das macht die jetzt juckelig. Komm doch mal hoch, Jorle. Ja, mache ich auch sofort. Ich wollte eigentlich noch die Kisten hier platzieren. Ich schaff das wieder nicht. Oh Mann. Hier ist ein böser Zombie, der haut unsere Tür kaputt. Ja, dann mach mal Port hier. Nein, ich hab Angst. Ich wollte eine Axt mal machen hier, aber ich wollte auch aufsteigen, damit ich wenigstens ein bisschen mal bessere Werkzeuge mache. Ah, sag mal, was ist denn das hier? Das ist so schön. Hallo Jenny, was machst du denn da so? So, das brauchen wir. Zack, das da rein, ne? Los, geh da runter, Jenny. Mach den Zombie tot. Nee, nicht gut. Machen wir Sled. Okay. Jenny, red nicht mehr. Nee, weil ich hochkonzentriert bin, damit jetzt hier kein... Oh Gott, mein Kater kommt. Ist gut? Oh. Wo ist denn der blöde Zombie? Ich will den erschießen, aber der ist unterm Vordach. Ich werde das hier nochmal verändern mit den... Nein, hör auf, da irgendwelche Sachen zu craften. Oh Mann. Ich werde das nochmal verändern hier mit den Schildern, ne? Und den Kisten. Das machen wir anders hier. Und. Yes. Er schreit immer so schön. I love it. Was war denn jetzt schon wieder? Ich musste ihn reinlassen. Jetzt ist er da. Oh, Fleck, nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Jenny, geh mal hin und hau ihm den. Hau ihn auf den Arsch. Was machst du da? Ihm auf den Arsch schauen. Ach so.
immer gut. Erschossen! Ich brauch wie viel? Wenn man nicht auf dich aufpasst, ne? Das ist 20. Oh Mann, Leute, ehrlich, 20, das lohnt sich doch noch gar nicht. 20 Watt. 20 Eisen von den Dingern hier. So, ich geh noch ein bisschen Holz organisieren. Holzer. Ja, ich auch. Ja, wo kriege ich jetzt Holz her? Am besten aus dem Wald. Wieso ist die Klappe hier auf? Bist du bescheuert? Ich hab die aufgelassen, damit der Fluchtweg frei ist. Ja, eher der Fleckweg. Ich komm mir auch mal gleich her. Kaktus. Nee, die Bäume soll ich ja nicht fällen. Du kannst gleich mit mir mitkommen. Geh doch ins Grüne. Grüne Beeren. Ja, wir gehen ins Grüne. Hier ist das doch sofort. Aua, verdammt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es wirklich so ist, aber es ist so. Hinter Jenny, jetzt wird wissen, wo es dann geht. Nee, ich bin noch kurz am Haus, was vorbereiten. Ja, ich warte. I wait and I wonder, Miranda. Ich muss noch Essen holen, sonst sterbe ich. Hab nämlich seit... Warte mal, bleib hier, Jenny, ich hab doch. Der Herr hat Essen. Bitte sehr. Ach, verdammt, wir müssen... Das haben wir vergessen einzustellen noch. Die Spawnrate der Tiere hochzusetzen, weil wir haben zu wenig Tiere. Essen! Das ist zu wenig. Wo ist meine Fackelö? So, das kurz noch da platzieren. Bei mir rennst du immer die ganze Zeit mit dem Nachtsichtgerät rum. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit auf der Nase. Sehr ja, lüblich. Natürlich hat man das auf der Nase. Sie hat es aber nicht an, weißt du, tagsüber. Das macht man ja nur nachts an. Ach was. Ja, warum fragst du denn so blöd? So, und spielt da Destiny 2? Nee, aber ich freue mich auf Divinity im September. Mm-hmm. Auf was für ein Ding? Divinity 2. Ist das gut? Ja. Dadudala, es tut mir leid. Heute ist Chaos hier. Ich Worum geht's da? Erzähl mal. Divinity ist so wie Baldur's Gate. Also so von schräg oben drauf guck mit. Rollenspiel, genau. Tolle Sache. Also ich freue mich total schon auf Divinity, nee, aber das ist auch echt nicht so, günstig. Wollen wir nicht haben. Divinity, was? Ich finde das toll. Was? Tut mir leid. Also Divinity, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Baum fällt. So, ich brauche noch ein paar Steine hier. Wo sind hier ein paar Steine? Steine. Deine. Komm mal zu mir her, Fleck. Ich komme zu dir her. Irgendwas kommt hier gerade an. Da, im Busch. Irgendwas knuspert, da hinten knuspert einer. Alles klar. Steine! Hast du gerade Baum gefällt, Jolle? Ja. Geil. Ich hab nur noch die Pixel gesehen. Hey, Taschenkater. Ein Taschenkater. Ich habe irgendwie, weil ich ja auch so viel Rollenspiel spiele und die Immersion, ne? Also um die aufrechtzuerhalten, sage ich zu Indie immer Taschenkater, wenn ich bei der Aufnahme bin. Was für eine Immersion? Die man hat, Mann. Das ist doch störend, wenn da Einflüsse von außen kommen. Und um Indie eben auch ein bisschen lustig mit einzubinden, sage ich immer Taschenkater zu ihm. Und dann, ja, wegen Aber das ist nicht lustig. Hätte ihn Karl Dietrich genannt, dann wäre lustig. Ja, dass es eine Katze ist, die da mautzt, weiß ja nur wirklich jeder. Das ist. Also habe ich immer gesagt, ich führe ihn auch in Rollenspielen immer in der Tasche mit. Und deswegen ist er ein Taschenkater. Agents of Mayhem, spielt er das? Oh no, Gott, das sagt mir gar nichts, erzähl mal. Saints Row, also ein weiterer Saints Row-Teil. Wobei alle Saints Row-Fans brüllen werden: Es ist gar nicht mehr Saints Row! Aber es ist auch zumindest vom selben Hersteller und aus dem selben Universum. Jetzt macht das Saints Row sehr gerne. Das habe ich auch mit ihm gespielt, im Koop. Aber ja, es ist halt so ein man kann es mal durchspielen, Titel. Ne? Das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes. Was? Saints Row. Was haben wir noch auf dem Programm? The Evil Within, Teil 2. Aber ich finde scheiße, dass Sebastian nicht mehr so aussieht wie Sebastian. Ganz ehrlich, ich finde es irgendwie doof. Tut er nicht? Ich muss nochmal nachgucken. Nein, der sieht überhaupt gar nicht mehr so aus.
Ich mag diese kantigen Gesichter und auch mal so ein bisschen ältere im Spiel zu haben. Weil der Trend ja tatsächlich dahin geht, immer die jüngere Generation eben auch zu, naja, befriedigen. Siehe Mass Effect. Du stehst also auf die Max Payne Teil 3 Typen. Ich stehe darauf, wenn mir jemand die Freiheit... So ein bisschen runtergekommen. Doch, warum nicht? Ich meine, die Charaktere sind ja dann auch dadurch interessanter. Nee, es geht darum, dass viele eben die Helden immer sehr jugendlich machen. Sehe eben jetzt Mass Effect, bestes Beispiel dafür. Du kommst hier, das kommt einem so wirklich vor, als würdest du da einen 17-Jährigen spielen. Und das ist, sorry, aber das ist echt nicht meins. Hat dir meine Conchita-Wurst aus Mass Effect gefallen? Du spielst doch ein R. Ja, aber, ja, aber. Ja. Conchita-Wurst, ne? Ja, du sahst abenteuerlich aus. Das ist auch so Immersionskiller, finde ich, ja. Was? Ja. Und ich habe versucht, mit Vetra was anzufangen, aber es hat nicht geklappt. Ich habe meine Romanze mit Gil habe ich bereut. Ich wollte sie nicht. Das war mit Gil? Warst du männlich oder weiblich? Ich war männlich. Gil ist doch nur für Männer. Ich so? Weiß ich nicht. Vielleicht ist der anpassungsfähig. Nee. Nee, aber es war einfach so ein No-Go, weil mitten im Spiel, du bist gerade ganz frisch mit ihm zusammen und auf einmal kommt er mit Kindern und so. Und hör auf. Ganz schlimm. Mit Kindern? Ja, aber das war so bescheuert umgesetzt, das war so doof gemacht. Ah. Trauma. Echt Trauma. Danach wollte ich nicht mehr haben. Ich wollte Vetra und es ist nur mit Vetra nichts geworden, weil ich hatte schon das romantische Treffen auf irgendeinem blöden Hügel. Ja. Und dann habe ich dieses Quicktime-Event verpasst, sie zu küssen. Und dann ist da eine Strauß geworden. Das ist doch kacke. Was? Da gab es ein Quicktime? Ja, da lief so ein Timer rechts runter. Da habe ich zu spät gesehen. Da stand küssen. Und echt, dann habe ich es vergeigt. Lisa. Und seitdem konnte ich nur Händchen halten. Oh nein, come on. Was hat sie denn? Ich treffe ihn nicht. Jetzt haben wir ihn erstmal getroffen. Should I save you, Jenny? Ich bin ja da. Boah. Ey, ist so ein bisschen penetrant, ne? Wo laufe ich hier hin? Idioter! Oh, ich glaube, ich muss die Zombies für die heutige Nacht leiser schalten. Weil sonst haut uns das wieder die Ohren weg. Solange es kein Maschinengewehr ist, was auf... ist mir das alles Wumpe. Hat sie traumatisiert. Ey, ihr macht schönes Licht da hinten. Das sieht man sehr gut. Wir haben eigentlich gar kein Licht an, aber du siehst die Bäume fallen. Nee, ich sehe Licht. Ihr habt Licht an bei mir. Nee, haben wir nicht. Jetzt habe ich Licht an. Nee, ich sehe die ganze Zeit Licht. Da flackert was. Jale! Ja, was? Eine Kirche gefunden. Was? Hast du gefunden? Was, ehrlich jetzt? Ja. Na, was? Eine Kirche. Eine Kirche gut? Hallo, Kirchenstaffel, die epischste aller Staffeln. Kirchenstaffel. Die war wirklich grandios. Die war einzigartig. Die war. Ich feiere unsere Kirchenstaffel. Tatsache. Geil, oder? Aber ich glaube, das ist Stadt. Ich feiere einfach also, unsere Kirchenstaffel. Das. So, neue Tools, Schnuckis. Was kriegen wir jetzt, oder was? Achso. Tools, komm her. Ich kann hier einen neuen Bogen machen, warte mal. Ich will mir die Kirche anschauen. Nee, da muss ich Level 20 werden. Ja, dann lass uns das so machen. Ist ja erst 7 Uhr, das schaffen wir. Wir gehen uns die Kirche anschauen. Rote Blume. Aber der Kirchturm der war zu hoch. War der nicht mal höher, der Kirchenturm? Ach, fuck. Was ist das hier für ein Haus? Das sieht so neu aus. Mhm, ist es auch. Oh, volle Poppe. Shit. Du musst in den Hals treffen, Jenny. Hals. Ich bin froh, wenn ich ihn überhaupt erst treffe. Trefft das Viech nicht. Es laufen drei Leute hinter einem Hirsch hinterher. Da. In den Pöter. Erwischt, der ist tot. Und... Oh Mann. Hier? Gucke sein Gesicht an. Hast du gerade die Scheibe eingeschmissen? Wir müssen auch Messer machen. Ah, das ist ein ganz cooles Ding. Fleck? Ja. Fleck hier? Was ist los? Oh, das ist sogar ein Kinderspielplatz.
Was hat sie denn da, jetzt? Ich kenne das Haus. Ich hab mich da mal, was ist das Haus, was ich privat getestet habe? Hast du denn hier irgendwas hingelegt? Hey. Ja, eine neue Axt. Neue Axt für dich, 150. Heidewitzka. So, was ist jetzt hier mit Kinderspielplatz? Hey. Toll, super. Ole, ich rutsche, Das ist auch mal besser. Ging auch mal besser. Wollten wir nicht in die Kirche? Ja, jetzt gehen wir mal hier rein. Wir wollen hier rein. Jenny? Ja? Hier. Da. Jenny. Oh. Oh, die haben hier Hochglanzherde. Ja. Boah, was zu essen. Aber wir müssen erstmal die... das Dingens säubern. Was ist denn die Dingens? Oh nein, oh nein, oh nein, Indy, muss das jetzt sein? Oh Mann, jedes Mal. Was ist denn das hier? was ist denn... Ist das Chaos, ey. Was ist denn das für ein Raum hier? Indy, Abstellkammer. Indy, mach das doch nicht jetzt im Moment. Leckt er sich den Pöter? Nein, er geht auf Klo. Das ist ja noch besser. Man hat dann wenigstens Fleisch vorher gegessen. Ist es eine Katze? Aber das sieht voll cool aus. Also ich meine Frischfleisch, also saftiges Fleisch, damit es schön müffelt. Das ist voll schön, das Haus. Jolisch Kater stinkt ihr gerade die Hucke voll. Ich halt gerade die Luft an. Wer war denn dafür zuständig, Dings zu lernen hier? Wie heißt es? Ja. Ich habe Waffen und Electricity. Also Kleidung haben wir noch nicht. Gut. Was du? Oh nein, jetzt funktioniert der Server schon wieder nicht. Oh. Was war das? Geht doch alles. Ja. War alles Paletti. Danke. Nee, stimmt. Funktioniert nicht. Doch, funktioniert. Ja, jetzt. Sag mal, das ist das Haus der großen Klamotten, oder? Ich habe das jetzt in jedem... Oh, hier ist sogar eine Waschmaschine. Als würden wir sie brauchen. Könnte jetzt sagen... Nee, könnte ich nicht. Das ist eigentlich ein ganz cooles... Ah! Was war das denn? Was war das für ein Gequietsche gerade? Ich weiß auch nicht. Gott, ich habe Hunger. Schwarzer Ledermantel. Ich bin jetzt Neo. Warte mal, nee, noch besser. Ein Overall. Ah, ich habe ja coole Sachen gefunden. Ich hab Hunger. Jenny, guck mal, wie ich aussehe. Du bist doch gar nicht bei mir, du Idiot. Ach ja, ich bin nicht bei dir, das stimmt. Guck trotzdem nicht aus. Hat jemand was zu trinken und was zu essen? Nein. Nein. Aber ich bin gerade in die Küche eingebrochen. Nee, es ist Bad, Entschuldigung. Muss es doch was zu trinken geben. Gibt's alles. Also trinken habe ich eine Flasche, Jorle. Ich habe eine 239er Wrench gefunden. Eigentlich müssten wir die ganzen Stühle hier mitnehmen, weil die sind echt gut. Ich habe eine Auger Blade gefunden. Und eine Pistole. Hey, die Auger kann ich doch jetzt basteln. Deswegen sage ich es ja dir gerade. Was scrappe ich denn jetzt hier gerade mal weg? Hier, ein Glas. Ich lasse das jetzt. Ups. Nein, was? Hör auf. Überhaupt nichts hier. Die Stühle brennen so gut. Warum sind hier eigentlich keine Sleeper in dem Haus? Ja, manchmal spawnen sie halt nicht. Blöde Pieper. Ah, ein Tresor. So, weiter geht's. Oh, habt ihr den Bücherdingens da mitgenommen? Ja. Ich bin gerade noch im... Nee, doch nicht. Hier sind noch welche. Hier ist doch mal eine Auger Schematik drin, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Wer möchte? Jenny? Ich nicht, aber kann mir einer helfen, den Tresor hier aufzukloppen? Links, Jenny, geh mal links vom Kamin. Augenscheinlich nicht. Es tut mir leid, wir müssen jetzt weiter. Kamin? Mhm. Kamin. Warum kann ich die hier nicht? Ach, da sind noch welche. Hab ich gar nicht wahrgenommen. Will die hier an die Wand packen? Ich
die Krise, kann ich Fackeln nicht an die Wand packen. Oh, mich Henneke Parts würde ich ja auch mitnehmen. Ich habe keinen Platz. So, ich hole, wollen wir rüber? Ja, aber ich habe keinen Platz. Das bringt überhaupt gar nichts, wenn ich jetzt hier anfange zu looten. Ich glaube, ich gehe zurück, oder? Ich will auch in die Kirche. Ich will mir die Kirche jetzt angucken, scheiß drauf. Ja, gut. Vielleicht können wir mal was decken, vielleicht? Ja, komm mal hierher zu mir. Siehst du mich? Komm jetzt erstmal hier ein paar Sachen rein. Ist ja furchtbar. Jo. So, was? Du kannst mir Scrap geben, du kannst mir Iron geben. Ja, ich habe Eier habe ich nicht. Du kannst mir Animal Fat und sowas. Lamp auf, also Kohle, Nitrat, die Seeds kannst du mir geben. Die hier jetzt bin ich rausgetappt. Haha, haha, haha. Das brauchst du nicht aufnehmen lassen. Cotton Seeds. Ich habe auch Cloth Fragments. Ja. Warte mal, ein Stück weg da. Ja. Und sammeln wir es gleich wieder ein. Hast du Kohle oder Nitrat? Kohle hatte ich gegeben, das ist Cloth. Kohle hast du gegeben? Ja, Kohle hatte ich dir mitgegeben, 5 Stück. Hast du Bullet Casings oder so? Ja, habe ich. Kannst du mir auch rübergeben, habe ich. Ja. Öl. Rohr, habe ich nicht Öl? Nee, habe ich nicht. Seeds, wie gesagt? Habe ich nicht. Seeds habe ich nur Potato. Okay. Hide? Habe ich nicht. Die Honig? Habe ich nicht. Die Electric Parts? Achso, Marple Seeds habe ich. Ja, hier, dann nimm mal. Möppel Seeds. Möppel Seeds. Ach, den willst du ein Pullover? Ach nee, das ist mein Pullover. Let? Nee, Let habe ich nicht. Okay. Gut. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal wieder gut gesteckt. Komm. Ich habe nur 3 Plätze gewonnen. Das ist jetzt irgendwie nicht so. Ich habe ein bisschen mehr. Ich habe 5 oder so. Okay. Es geht nur darum, mal gesehen zu haben, was da Taco ist. Oh. Was da Taco ist? Sagt der Taco Baby. Das war ein Meisterschuss, hast du gesehen? Ein Glas. Haha, das Blümchen. Warte mal, hinter uns, den mache ich kurz. Oder auch nicht. Oh. Jenny, erst die Sleeper. Hier ist kein Sleeper drin. Nee, hier ist kein Sleeper drin in dem Raum. Was sagst du jetzt so? Okay. Gut, dann schlage ich mich schon mal weiter durch. Nägel, soll ich die behalten oder soll ich sie scrappen? Nägel kann ich mit aufnehmen, die habe ich. Ja! Und hier hinten im letzten ist Öl drin. Ja, habe ich. Wo sind die Nägel? Wer von uns ist der Waffenmensch? Du! Du bist der Waffenmensch. Nee, ich bin für die normalen Waffen. Wer baut die Schusswaffen? Das noch müssen wir noch. Keiner. Hier ist noch Öl drin. Ja, dann mache ich das, Fleck. Dann habe ich ein Buch für dich. Ich habe einen Compound-Bogen gefunden. Ah, nee, den kann Jolle ja auch schon, aber ist ja nicht schlimm. Crap. Ein Compound-Bogen. Oh, die sieht ja voll schön aus. Ja, oh, Shotgun-Schematic, die gute. Wer ist jetzt für die Waffen? Den Fleck, ne? Gut, Fleck nehme ich den mit. Nee, Fleck wollte es mir dann geben. Shotgun-Schematic? Genau, ich mach doch den normalen Waffen-Dingsbums und sie macht die. Denn hier, dann nimm Shotgun-Schematic. Ich will denn hier raus. Ich will hier raus. Aber Weapon ist er doch. Ne, ich bin normale Weapons. Ah, hier geht's raus. Ach, du meinst wegen, warte mal. Weaponsmithing, Gunsmithing. Achso, dann ist Jenny jetzt Gunsmithing. Ist das jawohl, Smithing, ich bin normale. Okay. Jenny Gunsmithing. Jo. Ei, ei, Spike. Wir müssen raus. Oh. Schon? Oh, ich hab die Morgue. Ich hab die Morgue gefunden. Knochen. Seid ihr in der Kirche? Nee. Ja. Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin in der Morgue. Also, Morgue. Ich nenne das immer Morgue. Oh, ist sehr cool, der kommt. Oh Gott, ist das laut. Poundbogen ist ja mein neuer Freund. Ja, Jenny meint ja auch schon, der ist echt toll. Deswegen sollten wir den vielleicht irgendwann bauen.
Hier, hier ist Kaffee drin, Jenny. Kaffee. Drei Kaffee. Oh. Jenny. Fertig oder? Ja, fertig, aber du kannst die auch zusammen machen. Jenny, Kaffee. Oh, ja. Ich bin doch gerade in der Toilette unterwegs. Ach, die Madame muss mal kurz schiffen. Dumme. Alles klar. Aber wir wollten raus, oder nicht? Hier sind auch die Candles. Die müssten wir eigentlich mitnehmen. Die Candles sind so schön. Ja, wir sind jetzt raus. Und ich muss dringend nach Hause. Bis dann, ihr lieben Tschüss.